Hallo, willkommen zurück zu Luigi stirbt an Koopas. Ich bin nicht so bereit gewesen, wie ich dachte. Okay. Oh. Ja, ich drücke einfach hüpfen. Was? Okay, klappt. Hey ja. Beinahe. Du wirst da länger überleben, wenn du da auch Save Point haben willst. Ja, so. Ja, sehr gut. Ja, ja, ich bin im Ziel. Nein, ja, nicht. Das ich ist bleib... noch nicht so ganz. Das ist die Treppe. Was zu... Ah, okay. Da fehlen Stücke. Ja, die ist ein bisschen gesegmentet. Damit es schwerer ist, weißt du? Weil war ja nicht schwer genug. Ja, Tatsache. Das stimme ich also dazu. Ja. Ich habe es ohne Hilfe geschafft, Level 3 zu erreichen. Mehr von denen. Ja, mehr von denen. Das war ja die, der ich auch war. Das heißt also, der Tod zählt. Meinetwegen. Da kann ich nichts gegen sagen. Du kannst nicht. Achso, ja, das kannst du schon. Das kann er nicht. Ah! Shit! Wir haben trotzdem beide nur ein Leben. Ja, und aber das reicht. Ja. Grundsätzlich. Schneller Spiel, schneller. Ich, das Spiel ist nicht schneller. Also gut, wenn du es schaffst, dann heißt das natürlich, dass ich das nächste Level gar nicht mehr versuchen könnte. Aber. Außer. Ja. Wenn ich jetzt durchspiele, dann kannst du gerne resetten und selber durchspielen. Muss halt, ich meine, du hast ja gesehen, was da alles kommt. Und wie viel Glück ich da teilweise hatte. Ja, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass ich bei den nächsten. Okay, ja, entweder reist du oben oder unten. Shit, boy. Ich hatte ja einen, der einfach gesprungen ist, aber ich habe ihn da trotzdem umgebracht. Okay, du bist ja alle vorbeigekommen, du bist an der Stelle, wo ich gestorben bin. Das war zumindest schon mal sehr gut. Ich glaube sogar, oder? Ja, ja, ich bin direkt am Ende gestorben. Ernst? Ich bin oh, direkt am Ende gestorben. Du hast eigentlich alles geschafft, außer die vier Einzeljumps. Das ist schon echt witzig. Ich bin irgendwie auch durchgekommen gerade, das ist ja gut, schon das. Das Schloss war, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, das hatte Röhren und den musste man auch benutzen. Türen? Röhren! Weil es noch keine Türen gab. Ja, so kann man es auch nehmen. Wieso sind die grau? Ja, oh, weil das ich. Die Schlossgumpas sind. Oh nein, will ich überhaupt hin? Grundsätzlich schon. Ich sag dir, welche Pipe du zwingend musst, wenn ich sie sehe. Ah, oh, ich sehe schon. Weil ich kann mich nicht die ganze Zeit die gleiche Stelle. Das kann sein. Also ich weiß, welche Pipe man zwingend rein muss. Also die hier schon mal nicht. Oh mein Gott, ich sehe die ja unten gar nicht. Muss ich die benutzen? Weiß nicht, ob du das musst. Ja, genau, als ob. Ja, gut. Dann nochmal. Ja, das stimmt, ich bin auf unserem letzten Versuch. Naja, ansonsten müsste ich als dritte nochmal machen. Aber da kannst du mir dann. Da war anscheinend gerade. Ich glaube, du würdest gewrap around oder sowas, weil da die Palanze instant verschwunden ist. Ist das jetzt gut oder schlecht? Grundsätzlich nicht. Bitte nicht nochmal komplett am Anfang. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Oh, scheiße, ich ja, weiß, in welche Pipe du musst, wenn du bei der Pipe ankommst. Richtige, so viel ist aber sicher. Du hast, glaub. Warte mal. Nimm mal genau diese. Weil das ist, glaube ich, Pipe Nummer 2. Das sieht aber auch nicht anders aus. Ich dachte, dass ich jetzt wieder hier bin, wo ich schon mal war. Okay, bin sehr verwirrt. Hast du. Es gibt mein Gott! Wart halt ein bisschen oder nimm halt Anlauf! Anlauf, richtig. Ja, Anlauf! Hab's geschafft. Anlauf statt Gleitgel. Soll ich oder nicht hier rein? Kannst du mal probieren. Okay. Ich bin auf jeden Fall woanders. Das sieht, glaube ich, anders aus. Ja, dann schauen wir mal. Also muss man hier warte echt mal stundenlang rumrätseln oder was? Versuch mal.
Versuch mal in die sofort reinzugehen. Ernsthaft, da geht gar nicht. Kannst du, geht nicht? Nein. Okay, dann vielleicht die hier. Wo bist du jetzt? Ah, das kommt mir irgendwie schlecht vor. Wenn hier wieder drei von diesen Goombas kommen, ja, zurück. Also, du warst noch mit der Animation. Ah, oh Gott. Ah, ja. Okay, hier waren wir noch nie. Soll ich da rein oder weiter? Na, dann. Die musst du rein, in die. Ja, genau, weil ich da jetzt auch hochkomme. Ernsthaft, wie zur Hölle komme ich da hoch? Also, du kannst die Koopas benutzen, du kannst aber auch an der Seite des Blocks abspringen. Das funktioniert. Oh, okay. Sekunde. Ja, das mit den Koopas hat jetzt nicht so funktioniert. Oh, oder du nimmst den da. So, du hast gedacht. Ja, hallo. Die Speedrunner machen das einfach immer so, dass sie da abspringt. Deswegen wusste ich gar nicht, dass das sowas ist. Oh mein Gott! Ja, jetzt kommen jetzt Cheeps. Wie realistisch ist das denn? Ja, sehr realistisch. Sekunde, ich muss da helfen. Ja, passt schon. Kann dann auch nicht wirklich viel machen. Kann ich jetzt durchlaufen? Ich bin mir nicht sicher, muss mal schauen. Ansonsten darfst du das später machen, ich hab genug von dem Level. Okay, geh mal in die hier. Oh shit, ey. Also, ja. Dachte, ich sterbe. Das ist wieder der Anfang, oder? Sieht sehr danach aus. Triple Goomba. Ja. Wie gemein. So, das ist okay, echt dann scheiße. Nimm mal die da. Ja, nimm. Ja, nimm. Achso. Dann nimm die da. Du, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich bin. Da geht's auch nicht rein. Was? Ja, weiter vor geht er kaum. Nimm die da. Ja, das ist die richtige. Was soll ich denn hier? Ja, schwimm! Schwimm mit der fucking Lehm! Du hast nur noch ein paar Sekunden! Oh mein Gott. Ja, los! Sicher, dass das echte Level ist und kein Glitch? Nein, das ist kein Glitch. Das sieht ja schrecklich aus. Es stört dich ja unter Wasser. Ja gut, Schloss ist das eigentlich jetzt nicht mehr. Vielleicht Kanalisation davon? Vielleicht stört mich das Feuer da drin oder so. Wo geht's danach weiter? Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind sogar schon richtig. Den an dem vorbei. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich den gerade besiegt habe, aber. Warte, das geht. Und knapp. Was glaube ich, ein bisschen lower springen oder ein bisschen später springen. Ja, ich muss ihn eigentlich. Okay, wow. Okay, das können wir schaffen. Spiel gewonnen. First try. Wenn ich das auf Konsole gehabt hätte, wäre sie kaputt gegangen. Thank you, Luigi. Your quest is over. We present you a new quest. Push button B to select a world. Das ist dann eine neue Quest, okay. Ja. Oh! Kannst du jetzt durchwechseln? Das ist geil! Das wusste ich nicht! Das ist vielleicht auch neu. Und 148.000 Punkte Score, okay. Also, wenn du willst, kannst du dich ja jetzt resetten und gut, selber nochmal durchspielen. Dann aber machen wir jetzt Warp Zones. Okay, mach einfach, was genau du willst. Alle? Du willst alle zeigen? Kannst du mal Singleplayer machen? Oder ach, egal, das ist eigentlich wurscht. Ich schau erstmal zu. Mein Gott, Alter. Welt 1-1 an dem Buzzy-Bilder. Alle ersten Gegner gestorben. Aber da hat sich die Welt verändert. War der schon immer hier? Nein, die Welt hat sich anscheinend verändert. Das wusste ich nicht. Ist ja, das auch genau aus? Da war doch voll Goomba. Ja, möglicherweise hast du alle Goombas ausgetauscht. Anscheinend hat das jetzt wirklich Veränderung gemacht, okay. Aber das ist wahrscheinlich das Einzige. Obwohl ich mich frage, ob es dann einen Effekt hat, wenn man es nochmal schafft. Kannst du es nachher ja mal googeln. Weil, hey, kann ich ja machen. Ich kann ja jetzt nochmal schnell durchspielen mit Warp Zones. Das ist da mit Warp Zones. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Hilfe. Ob sie was anderes sagt oder ob sie nochmal dasselbe sagt. Als B-Welt Select. Aber das gefällt mir, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. So. Welt 1-1. Welt 1-2.
Gut, hier werden wir unsere erste Warp-Zone haben. Alter, Hilfe! Das sind jetzt wirklich alles, die sind alle ersetzt worden. Das ist ja echt komisch. Habe ich noch nie so gesehen. Wieso gibt es keine Speedrun-Kategorie von der Variante der Levels? Oder ist das nicht genug Unterschied? Wahrscheinlich. So, aber das wüsste ich nicht, dass es da was gäbe. Leben! Siehst du, ich bin ganz oben. Ah! Ja. Ich war ganz oben. Du warst ziemlich lange weit oben. Aber die ist eigentlich echt nicht schwer zu erreichen. Direkte Welt 4. Das ist, glaube ich, das Lakito-Level, oder? Ja, hallo. Aber hier musst du, glaube ich, erst in Level 2, oder? Ja, musste ich ja auch in der anderen Welt. So ist das immer so. Das, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einen gewissen Grund hat. Es könnte vielleicht sein, dass es an Programmierungslimitation lag, dass das so ist. Weil es gibt eben der Glitch, mit dem du in die Minuswelt kommst, funktioniert deswegen, weil, wie soll man sagen, weil die Warp Zone, weil du einen gewissen Trigger nicht gepasst hast, quasi als die Warp Zone von der, von Welt 4.2 angesehen wird. Verstehst du? Okay. Weil das ist beides eine Underground Warp Zone und da ist irgendein bestimmter Triggerpunkt, den du quasi dann überspringst. Und deswegen kann man darüber auch direkt dann in Welt 5 gehen, wenn man das möchte. 4.2 hat übrigens zwei Warp Zones. Ich werde beide zeigen. Ich mache da einfach ein Safe Set bei der einen. Sind es unterschiedliche? Ich dachte, es wäre nur irgendwie ein anderer Weg. Es bringt einen woanders hin. Okay. Oh, Hilfe. Okay, das ist einfach, was ich einfach nicht versuchen sollte. Ich wollte nur Pilz. Ja, das sieht besser aus. Ah ja, hier. Ah ja, hier. Darf nur nicht zu weit gehen. Okay, geht das jetzt noch? Ja. Okay, da wollen wir jetzt aber noch nicht hoch. Also mach jetzt erstmal kurz. Nein. Hilfe. Der hält sich da ja. Okay. War ein bisschen anders, als ich gedacht hätte. Ich wusste nicht, dass der sich da sofort festhalten will immer. So, jetzt machen wir erstmal das, was wir davor auch gemacht haben. Wir laufen über die Welt. Dann finden wir hier eine Pipe, die einen zur Welt 5 bringt. Gehen wir hier rein. 5-1. Geht man hier hoch. Hat man hier Mushrooms. Und hat hier eine weitere Warp Zone, wo Welt 8 zur Auswahl steht. Schon ist meine letzte Welt. Ja. Relativ schnell erledigt dann. Ah, egal. Lauf ich klein durch. Ich glaube, man kann echt nicht springen, wenn man auf dem. Also, wenn man eben nicht auf dem Brick steht. Was ein bisschen doof ist, wenn man so über die leeren Felder läuft. Thank you.
Mein Gott, man sprich halt da oben, wenn ich es nicht schaffe. Eiste reinlaufen. Davor den Sprung. Ja, egal. Ah, ich bin am Schwitzen. Dann solltest du das Fenster vielleicht offen lassen. Nein, ich habe keinen Bock auf Insekten. Ach so, ja. Du musst hier nicht schlafen, aber ich. Ja, stimmt schon irgendwie. Insekten. Ich bin Insekten nicht gewohnt. Ich habe heute noch dieses komplette Jahr noch keine Mücken gesehen bei mir zu Hause. Wie ist das bitte schön möglich? Na, ist alles tot in der Stadt. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben, aber gut. Nee, ich hab, ja, weil, wenn halt auch kein Grünzeug in der Nähe ist. Ich meine, ich habe im Innenhof einen Busch. Ansonsten ist das Ding komplett asphaltiert. Ja, aber die Mücken wollen doch keinen Busch. Ja, Mai, es lebt halt nirgendwo ein Schwarm, meine ich. Die Mücken haben ja auch ein Zuhause, keine Ahnung. Habe jedenfalls keine bei mir. Vielleicht liegt es auch am fünften Stock, frag mich nicht. Glaub ich zwar spontan nicht, aber meine Fresse, Mann! Ich scheiß Koopas! Ja! Skilljump. So kürz ist. Oh mein. Das hätte ja fast hingehauen, Alter! Es geht ja! Krass! Oh mein! Das war irgendwie ganz. Also, das sah richtig cool aus, aber leider bin ich halt verreckt. Schön an allen vier Hindernissen vorbei. Mitten ins Loch. Ja, ich muss einlochen, weißt. Versuch kürzer zu öffnen und auf dem zu landen. Ja. Ja, beinahe. Kannst du da nochmal abspringen auf der Kanone? Theoretisch. Ah! Oh, nee. Ja. Reagiert er gar nicht mehr, oder? Es ist anscheinend ein bisschen zu wenig Zeit, in der ich da drauf bin. Ich weiß nicht, ob du bremsen kannst. Ah, okay, ging. Okay. Das habe ich doch noch irgendwie hinbekommen. Wieder voll die Scheißausbrüche. Okay, gut, vielleicht nicht, aber. Das ist zu viel Sport. Ja, genau. Liegt an der ganzen Bewegung. Viel zu viel Bewegung. Ja. Bin da einfach eiskalt über die. Alter. So viele geile Sprünge und dann springe ich voll rein. Ich wollte nicht zu ihm. Nein, ich will doch gar nicht zu ihm. Oh, okay. So. Okay, ich dachte, das RNG lässt mich irgendwie durch. Okay, so lässt es mich durch, wenn ich springe. Lauf auf den Zinnen. Ah! Das geht nicht. Das ist keine Plattform. Oder eine Brickblock in der Wand ist im Endeffekt eine Plattform.
Wer sind eigentlich die Eltern von Prinzessin Peach? Dann aber stimmt. Gibt's überhaupt welche? Ich glaube, die Röhre brauchst du voll nicht benutzen. Ich glaube jetzt auch, dass die falsch. Ja. Eigentlich so gemein, dass das ein Level ist, wo du so voll raten musst. Ich finde das richtig jetzt. Also wenn ich. Glaube ich hätte das Spiel. Weißt du, die letzte Welt? Ich hätte das Spiel wahrscheinlich nie beendet. Die letzte Welt. Ich glaube, das Game Boy Advance Spiel habe ich auch nie beendet. Ah, oh, okay. Okay, war das. So merkwürdig. Passt überhaupt nicht zum restlichen Spiel. Wieso denn? Das einzige Mal, wo das so grün ist. Ja, das sind halt Bricks im Unterwasser. Also normalerweise werden. Also das sind ja diese. Normalerweise werden diese Bricks ja so gar nicht platziert eigentlich. Im restlichen Spiel. Das haben sie halt hier gemacht. Weil sie dachten, sieht cool aus. Oder was weiß ich. Frag die Entwickler, was sie gemacht haben. Oder warum sie. Oh wow, okay. Schick! Das war wirklich mal. Eigentlich hätte ich jetzt ja durchlaufen sollen, aber naja. Danke dir, Mario. Ja, diesmal war es nicht Luigi. Deine Quest ist vorbei. Du kriegst eine neue Quest. Push Button B to select the world. Oh. Stimmt, ich gibt's ja auch noch. Muss ich mich bewegen? Ja, lauf einfach in den Tod, oder? Oder sollen wir instant. Gibt's doch was zu tun? Wir haben minus noch. Eins, wir haben noch. Warte. WTF, ich bin im Singleplayer. Den da, wir haben noch den Glitch. Den wir machen wollen. Du hast durchgespielt, also bin ich jetzt komplett. Aber ich weiß halt nicht, ob du den hinkriegst. Ja, wie funktioniert er? Im Endeffekt musst du Duckspringen machen als großer Mario und dann im richtigen Moment das Ducken loslassen, damit ich da irgendwie den Block reinglitscht und dann durch die Pipe da durchrutscht. Und zur Liste ist immer. 1, 2. Oh mein Gott, da muss ich erstmal hinkommen. Ja, dann hilf mir mal. Wie, hilf mir mal? Ja, bring mich zurück. Ja, du willst es also probieren, oder? Ja, safe state, mal schnell. Mal keine Ahnung. Ja, das sieht gut aus. Es wäre am besten groß, weil ich glaube, das ist essentiell. Bin immer mal 100% sicher. Ja. Gut. Nein, ah! Du bleibst groß. Du bleibst groß. Du bleibst groß, hab ich gesagt! Du kannst mich nicht zwingen. Doch! Du bleibst jetzt völlig groß. Sind also viele von diesen du bist ein großer Luigi, ja? Ein großer Luigi. Kein kleiner. Oh. Also die Röhre da oben muss ich anstreben. Ja, du musst zum Ende gehen. Vorspulen bitte. Glaub, das geht nicht. Ah, okay. Kann nur zurückspulen. Mein Gott, an diese Stelle erinnere ich mich gar nicht mehr. Da waren halt Goomba stattdessen, aber. Okay. Weiß nicht, was dein Plan ist. Ich wollte da hoch, keine Ahnung. Ich kenne meinen eigenen Plan nicht. Ich töte euch alle. Ja, da hast du sie umgebracht. Okay. Kommst du nicht hoch, wenn du das willst? Ansonsten, du darfst das eigentlich. Also, zumindest darfst du das am Ende nicht. Oh ja, du kannst mitnehmen, wenn du dran kommst. Bist du eigentlich in Ordnung, oder nicht? Wenn du Anlauf nimmst. Ein bisschen Anlauf. Und dann machst du. Genau. Genau so macht man das. Aber du bist doch Luigi. Wo will ich denn hin, Mario? Jetzt erstmal zum Ende. Warte, ist das ganz am Ende des Levels? Ja. Oh shit. Du behältst die. Das oh, bringt bei denen nichts. Deswegen das Spiel ist jetzt schwerer geworden eigentlich. Ah, ich hab das nicht gecheckt. Aber gut, bei Speedrunnern ist es egal, weil die sowieso
Nein, nicht da hoch. Okay. Dann mach mal die Nein, nicht den Block. Der darf nicht kaputt gehen. Mach die beiden daneben kaputt, so wie er. Und versuch dann quasi... Warte, ich lasse das Video mal für dich abspielen. So, weißt du? So musst du versuchen zu duckjumpen. Und dann... Du musst da oben quasi loslassen, das Ducken. Verstehst du? Das ist in der Luft. Du musst es in der Luft loslassen, das Ducken. Ja, in der Luft. Wenn du halt in der richtigen Position bist. Muss ich mich dabei nicht auch noch nach rechts bewegen? Ja, das kannst du doch aus dem Stand. Du musst doch... Du kannst doch aus dem Ducken dich nach rechts bewegen. Wenn du springst. Ja, warum hörst du denn auf zu ducken? Ja, du sagst doch, ich muss es loslassen. Ja, wenn du ganz oben bist, du siehst das doch. Hast du es doch gerade gesehen. Ich hab's doch gerade gezeigt. Ja, erst wenn ich da drin bin, oder... Wenn du da oben bist, wenn du direkt beim Block bist. Ja, mach halt! Nein! Du darfst ihn ja nicht berühren. Nein! Wieso machst du das denn nicht? Ja, weißt du, wie schwer das ist, hier irgendwas zu erreichen? Du springst, du fängst ja nicht mal an, geduckt zu springen. Was soll denn das? Ja, wir kriegen halt zur Seite und nicht gerade nach oben. Warte, ich muss das anders halten. Wie anders halten? So schwer ist das doch nicht, zur Seite und gleichzeitig nach unten zu drücken. Wieso hältst du es denn nicht? Oh, lol, so weit kann ich schon zurückspulen. Oh, ja gut, egal, macht den nochmal kaputt. Oder müssen kaputt sein. Müssen nicht. Müssen tun sie nicht, aber es ist, glaube ich, einfacher. Nein. Er hat auch aufgehört zu ducken. Ja, du musst es ja auch an der richtigen Stelle. Du musst es ja oben loslassen. Rennen brauche ich aber nicht drücken, oder? So wie er. Ja, ich habe sogar schon mal wieder diese scheiß Kurve. Boing. Ja, spring doch. So schwer ist das doch nicht, eine Kurve zu springen. Ja, warum lässt du denn so früh wieder los, Mann? Na, wieso lässt du denn so früh los? Ich hab das Ding gedrückt gehalten, verdammt. Ich weiß auch nicht, warum der aufhört. Wenn du in der Luft aufstehst, dann lässt du es zu früh los. Ich halte das Ding jetzt komplett konstant, okay? Jetzt muss der da weg. Jetzt. Okay. Achso, okay. Nein, was machst du denn? Jetzt hast du wieder losgelassen. Ach, weil ich nach rechts drücke, deswegen, logisch. Kannst du den nicht gleich... Steuer. Willst du mich verarschen? Ich kann doch auch zwei Knöpfe gleichzeitig drücken. Das ist bei dem gar nicht, oder was? Ja, ich hab doch gesagt, ich kann links und rechts auch nicht gleichzeitig drücken. Das eine hebt das andere hoch. Was das ist denn... wie eine Wippe. Ja, aber was ist denn das für ein scheiß Controller? Das soll ja eigentlich so sein. Was? Das ist kein Achtelding. Das sind vier Knöpfe. Ja, aber eigentlich müsstest du die gleichzeitig drücken können, aber... Nein! Selbst wenn... Ja, aber man kann ja zwei... Also, das ist ja... Was ist das für ein Steuerkreuz? Warum bei PlayStation jetzt so ein Steuerkreuz? Was ist denn das für ein Bullshit? Was ist denn das für ein Bullshit? Ja, okay, weißt du, was ich machen könnte? Indem ich sage, ich benutze das andere Ding dafür. Ja, wie das andere? Wovon redest du denn? Indem ich das dann... Den Stick oder wie? Ja, kannst du versuchen. Aber jetzt habe ich den nach rechts gehalten und dück mich gar nicht mehr. Weißt du, schau. Ich halte... Drücken gedrückt und benutzt jetzt den Stick, während ich immer noch gedrückt halte. Und kann dein Gerät einfach nicht zwei Control-Inputs gleichzeitig tätigen oder so? Ich sag dafür, dass du mich mal... Was machst du denn jetzt schon wieder? Oh, ich hab doch B gedrückt. Wieso machst du das denn immer auf? Egal. Ich wollte, dass du Luigi übernimmst mit deinem Controller. Das geht nicht! Also, zumindest nicht einfach so. Ja, deswegen habe ich ja meinen ausgemacht jetzt. Ja, hallo, wieso krieg ich den nicht an? Anna, also... Ja, also ich bin nicht. Willst du mich immer so aufregen? Hättest du einfach gesagt, du machst nicht mehr, dann hätten wir den Timer auslaufen lassen. Aber wir sind das jetzt hingekriegt. Die Zeit war ja schon fast alle. Ja, war's. Wieso steht da eigentlich Mario? Ich meine, ich dachte, ich bin Luigi. Ja, du bist doch auch Luigi. Wo ist denn dein Problem? Ja, aber ich will nicht Luigi sein. Wo ist denn dein Problem? Jetzt geh halt. Nein, mein Controller ist aus. Ich beweg mich nicht. Warum musst du mich eigentlich immer so aufregen? Das kann echt nicht sein.
Komm! Ja, es haut so nicht hinlaufen, Buzzybee. Ja, oder töte. Okay. So, also, es dauert schon viel länger, als ich das eigentlich wollte. Ja, dann schneit's halt. Nein! Ich hab. Willst du, dass ich 5 mehr an Extraarbeit nur mit diesem einem kleinen Video hab? Oder was? Shit, Alter, aber ich muss pausieren. So, ich bin jetzt hier und ich. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich das kann. Es ist wirklich nicht ganz einfach, weil man. Aber man erst. Okay. Aber erst in der Luft gleichzeitig zu. Ich hab's verfickt nochmal hingekriegt. Das war jetzt irgendwie zweiter Attempt oder so. Okay, rein mit mir. Es ist schwer, so hoch richtig hoch zu springen, aber wenn man den Sprung macht, dann scheint es ja gar nicht so schwer zu sein, da reinzukommen dann. Also das ist Minus World, wie ihr oben seht. Beziehungsweise eigentlich ist die Welt halt blank. Also rein theoretisch ist die Welt selber dann einfach blank. Also es ist eigentlich Blank World, wenn man es so nimmt. Danke. Scheiß Blooper. Ja, man sieht, das ist so ein Unterwasserlevel. Was jetzt quasi mehr oder weniger random aus random Daten gezogen wurde, weil das ja eigentlich keine offizielle Welt ist. Das ist einfach nur ein Glitch. Der aber zumindest in einem Level resultiert, was aber wahrscheinlich von irgendwelchen anderen Punkten im Memory geladen wird. Also kann sein, dass das jetzt ähnlich ausschaut wie irgendein anderes Level, was wir schon gespielt haben. Ich glaube, das ist auch der Fall. Es könnte vielleicht andere Farbpattern haben, aber ich glaube nicht. Ich glaube in dem Falle nicht. Hier kommt man nicht durch. Genau, dann startet man wieder am Anfang. Weil man könnte weitergehen, wenn man die japanische Version hat, weil in der das. So, die Tatsache, dass die Daten halt intern anders sind, das zum anderen Level resultiert. Aber ja. Gut, dann würde ich sagen, das war der letzte Part von diesem Projekt. Am Bewerten nicht vergessen. Upsala. Und Tschüssikowski, und ich schwimme währenddessen, schwimmen jetzt mal noch 50.000 Mal in dem Level rum. Wahrscheinlich. Ciao.